Herzlich willkommen zurück bei Semi spielt Defiance. Wir sind immer noch dabei, diese komischen Pheromonspeier bzw. die Pheromonkonzentration zu untersuchen. Und stehen hier gerade tanzend, also ich zumindest, vor einem. Ja, wie heißen die Viecher nochmal? Rindschweine sind das. Rindschweine. Ja, das ist ein Kumpel vom Möter, halb Mensch, halb Köter. Absolut geiler Film, Spaceballs, wer es nicht gesehen hat, angucken ist Pflicht. Ansonsten, ne, setzt es was. Ja. Ich glaube, die Rindschweine sehen wir auch noch, es gibt hier, glaube ich, auch eine riesige Farm in dem Spiel, wo die gezüchtet werden. Cool, so, dann gucken wir mal hier. Oh, hier ist schon ekliger Muff. Boden analysieren. Der Boden ist mit einer Art künstlichem Pheromon angereichert. Vielleicht macht das die Hellbugs ja total verrückt. Eine Spur der Pheromone führt nach Norden. Folgen wir ihr. Total verrückt. Verrückt. Na, dann wollen wir mal gucken. Was wäre dann hier oben? Jetzt hier mal Staffellauf machen oder wie das hieß. Du hast früher beim Sport in der Schule auch immer nur eine Teilnehmerurkunde bekommen, wa? Ja. Ja, das sind sie. So verraten sie sich. Weißt du? Staffellauf. Oh, da vorne sind schon wieder ein paar Kumpels. Das war jetzt keine Herausforderung. Nee. Eigentlich könnten wir auch fahren. Ach nö, warum nicht mal laufen? Auf dem Weg vorhin zur Farm. Wer es gesehen hat, in der letzten Folge, dann sind wir mit dem Roller auch eine Stufe aufgestiegen und haben da 4% Geschwindigkeit dazu bekommen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ach du auch, ja? Da war gerade eine Sternschnuppe. Cool. Könnte ich mir eigentlich was wünschen, ne? Wünsche eine legendäre MP. Mit dem Loot, das ist ein zweischneidiges Schwert bei Defiance. Das wollte ich auch mal ansprechen. Und zwar unterscheiden sich die Waffen hier nicht wirklich viel. Das heißt, es wird niemals eine Waffe geben, die man findet, die dann, was weiß ich, Stufe 2014 ist und 350 mehr Schaden macht. Das hat einfach damit zu tun, dass die Entwickler darauf geachtet haben, dass man hier jederzeit gegeneinander kämpfen kann. In Deathmatches, in Duellen und. Man wollte halt entgehen, dass jetzt jemand, der Rang 2000 ist, gegen einen, der Rang 100 gerade mal ist, überlegen ist. Das ist eigentlich eine gute Sache. Dadurch fehlt aber so ein bisschen die Freude aufs Loot oder über das Loot. Ja. So, dann gucken wir mal hier, was wir hier haben. Dieses Fass ist mit Pheromonen gefüllt. Jemand hat den Hellbug-Angriff geplant. So, und damit werden wir jetzt hier allein gelassen. Ja. Irgendwo in der Pampa. Hier kann man noch mal sehen, den Himmel. Schon sieht schon schön aus. Ja. Und da oben ist schon wieder eine Sternschnuppe gewesen. Mann, warum sehe ich nie welche? Ich finde ja, der Himmel sieht am geilsten nachts aus, wenn in der Nähe ein Arschenfall ist. Das werden wir bestimmt auch noch mal erleben. Dann halten wir mal kurz an und sehen uns das an. Im Moment aber ist hier eine Schattenmission. Sehe ich gerade. Jetzt überlege ich natürlich, ob wir da beitreten. Ich würde fast sagen, wir machen das mal in einem Special. Ja, würde ich auch sagen. Wie beim Archenfall-Special, was wir vorhaben noch zu drehen, dass wir dann auch ein Schattenmission-Special machen. Wer sich jetzt wundert, warum es hier auf der Karte keine neue Hauptmission gibt, das ist ganz simpel. Man hat hier drauf geachtet, dass die Hauptcharaktere, wo man die Missionen bekommt, natürlich auch über die Karte erstmal reisen müssen. Und deswegen dauert es manchmal, je nachdem, welche Strecke zurückgelegt werden muss,
Bis man die nächste Hauptmission bekommt, weil man muss ja auch erstmal da ankommen. Kann man sehen, wie man will, ob das gut ist oder nicht. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um eine kleine Nebenaufgabe. Da haben wir hier. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Steine und Schulden. Die markiere ich mal. Da ich direkt den falschen Knopf gedrückt. So, jetzt. Dann Okay. rufen wir mal unser. Du Ui. betrügst. Oh. Okay, die wollen uns wohl nicht gehen lassen. Auf meinen Pfad. So. Ja, sowas kann immer mal wieder. Danke. Sowas kann immer mal wieder vorkommen. Auch dass einfach mal, während man ganz in Ruhe über die Straße fährt, neben ein Krieger rausgeschossen kommt. Oder noch schlimmer, ein Monarch. Und den werden wir ja auch noch sehen. Monarchen sind, ja, die sind schon ein ganz anderes Kaliber. Sag mal, das sind bestimmt die stärksten Hellbugs, die es so gibt außerhalb von Archenfällen. Ja, innerhalb der Archenfälle. Das ist ein Hellbug-Krieger. Herrliches Exemplar. Wir müssen ihn natürlich Nö, müssen wir erledigen. nicht. Nö. Bei Wohin den willst Archenfällen zählen die ganzen Viecher sind meistens Elite-Krieger oder Elite, ja, Mobs. Und um einiges härter. Oh. Oh, was denn hier? Ja, was das ist, das sehen wir jetzt viel, viel später. Oder auch jetzt. Nee. Wir machen hier die Nebenmission. Steine und Schulden. Wenn du ein wenig extra Dörgler machen willst, habe ich genau das Richtige für dich. Ich bin im Krater und hier ist so ein komischer Händler, der eine ungesunde Vorliebe für Cargo und Steine der Botaner hat. Sie sind zwar ziemlich nutzlos, aber ich habe beim Würfeln eine kleine Pechsträhne gehabt und schulde ihm einen Haufen Mäuse. Ein paar dieser Steinchen könnten mir aus der Patsche helfen. Ich bezahle dich in Scrips, wenn du mir ein paar zukommen lässt. So. Wir nehmen das an und hauen hier Wir ganz schnell müssen ab. einige Objekte Der einsammeln. ist ganz schön sauer. Zwar nicht auf uns, aber. Der Grund, warum wir uns jetzt nicht um den kümmern, ist ganz simpel. Und zwar sehen wir erst viel, viel später, was das ist. Und ich Ich brauche einen Schuss, möchte das eigentlich ungern vorweggreifen. Jetzt habe ich kurz überlegt, wie das Wort heißt. Ich habe ja immer eine Ausrede. Ich kann ja mal sagen, ich bin halber Ausländer. Ist ja auch stimmt. Stimmt aber nicht die Ausrede. Die gilt nicht. Nee, natürlich. Nein. Andere berufen sich auch darauf. Warum darf ich? Ich bin halber Engländer, wisst ihr? Mir dürfen auch mal die Worte fehlen. Das wäre ja mal was Neues, wenn dir mal die Worte fehlen. So, wieder alte Bekannte. Oh, ein paar süße Hellbugs. So würde ich mir gerne am Haustier halten. Cargo-Steine, die liegen ja einfach so in der Gegend rum und sind was wert. Naja, cool. Das Geld liegt auf der Straße, sagt man ja immer. Ja. Bei uns sind die Pfandflaschen, hier sind die Cargo-Steine. Bei uns sind's die Pfandflaschen. Paddy, möchtest du irgendwas erzählen? Ja, ich habe eine neue Berufung gefunden. Du hast eine neue Berufung. Ist jetzt Flaschensammler. Ja. Naja, dann machst du ja demnächst mehr Geld, ne? Ich habe ja gehört, irgendwie das Pfand soll erhöht werden. Ja. Also 25 Cent auf jeden Fall auf das Doppelte. Bierflaschen, so denke ich auch, glaube ich, 8 Cent. Bei 16 Wir Cent, bei haben, was Mehrwegflaschen wir weiß ich brauchen. es gar nicht Hauen genau. wir Ich ab! glaube auch. So, dann komme ich jetzt und habe die ultimative Idee. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich hier einen Haufen Pfandflaschen habe, die ich gekauft habe, als das Pfand noch niedrig war, und die dann einfach in ein paar Monaten erst abgebe, wenn das Pfand erhöht wurde? Das ist echt eine gute Frage. Da könnte man sich jetzt eigentlich ein bisschen was ansammeln. Wenn man jetzt 25 Cent das Pfand kauft, einfach behalten, bis es erhöht wird. Oder ist das dann am Streifen ablesbar? Das ist echt eine gute Frage. Vielleicht kann das jemand beantworten. Da unten sind die Wolch. Mit denen wollte ich mich noch nicht anlegen. Haha. Komm, jetzt kannst du ruhig lachen, der war super. Der war nicht ich. Oh, ich hab Probleme. Ah, shit, da hat's mich hingelegt. Ja, die Wolch, die sind echt schon eine harte Nummer.
meine, weil die auch Schilder haben und alles. Und wir noch gar nicht für sowas bereit sind. Da bin ich auch. Kannst du dich selbst wiederbeleben? Ja. Ich guck mal zu dir. Nimm mal ein bisschen Deckung hier hinter dem Blümchen. Meine Munition geht aber echt zur Neige, muss ich sagen. Da sieht man es mal. Die Mutanten eigentlich gar kein Problem. Wir treffen uns jetzt 2 oder 3 Wolfsoldaten an. Den haben wir schon echt zu kämpfen. Ich würde sagen, wir treten den Rückzug an. Das überlebe ich nicht. Okay. Jetzt ist mir auch noch die Munition leer gegangen. Zumindest bei der SMG. Uiuiuiuiuiuiuiui. Oh, das geht kein gutes Ende, glaube ich. Nein, ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr selbst wiederbeleben. Oh, ja, ich bin genau neben dir gefallen. Extraktion! Ja, das haben wir natürlich alles extra gemacht, weil wir euch einfach mal zeigen wollten, dass man dann hier eine Gebühr zahlen muss und dass man hier an unserem... Ich habe dich wieder zusammengesetzt, aber so etwas ist teuer. Das hat dich einen Teil deiner Scripts gekostet. Ja, dass man hier natürlich an der Feenstation... Hey, listen! ...wieder rauskommt. So. Wir sollen Cassie Cargonsteine schicken. Mit dem Postkasten. Ich weiß ja nicht, wie das Ding hier hieß. Ich würde sagen, wir brettern jetzt einfach durch die durch. Ja. Wenn das ist, glaube ich, erstmal die beste Lösung. Wenn wir da überhaupt lang müssen jetzt. Weiß ich gar nicht. Können wir mal ein bisschen Boost geben. Oh ja, da vorne sind sie. Oh. Ja, hat's alles geplant. Ich warte mal hier ein Stück auf dich. Ein Stück weiter. Ja, ich wollte mal zeigen, also schwimmen kann man auch. Kommst du klar? Ich, ja. Klang jetzt nicht so überzeugt. Ich hab hier bisschen. In der Aufmerksamkeit kann man ein bisschen auf mich denken. So. Es war alles Teil eines perfiden Plans, den ich damals ausgehackt hatte. Du Hacker. So, steigen wir hier ab. Und gehen zum APS-Briefkasten. Siehst du. Verflucht, du machst dir langsam echt einen Namen. Cooper war gerade hier im Krater und hat nach Fallon McNeil gesucht. Ich hab was für den Dummkopf übrig und fände es schade, wenn Cooper ihm was Böses wollte. Ich helfe dir, ihn zu finden. Mhm. So, und dann schauen wir mal auf die Karte. Da haben wir jetzt nämlich die nächste Hauptmission bekommen. Die Hölle, das sind die Hellbugs. Da begeben wir uns jetzt hin. Dann passt von der Zeit auch sehr gut. Und dann können wir, glaube ich, da erstmal einen Cut machen, oder? Jo, sieht ganz gut aus. Oh, jetzt müssen wir an dem Wolf vorbei. Das ist sehr angenehm. Ja, gut, ja. Hat mein Fahrzeug zerlegt. Ja, meins auch. Bitte erst deaktiviert. Au, 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 au. Ich bin nichts. Wer sich jetzt fragt, warum wir hier so derb auf die Mütze bekommen. Später kriegt man natürlich ein paar so Schilde, die besser sind. Und auch mit den Waffen. Da kann man ja Mods anbringen und sowas alles. Dadurch hat man natürlich dann ein bisschen mehr Vorteile. Die Waffen selber werden nicht viel stärker, wie ich erwähnt habe. Also es bleibt schwer. Das Spiel ist auch jetzt nicht gerade einfach. Gerade die Schwierigkeitskurve bei dem Spiel steigt auch abrupt an, kann man sagen. So, und bevor wir jetzt hier mit Ego quatschen,
würde ich sagen, das war's für heute. Oder beziehungsweise für diese Folge. Ich bedanke mich bei dir, Paddy. Hat wieder mal Spaß gemacht. Ja. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ne? Kennt ihr ja. Gebt uns Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Und wir freuen uns immer über jeden Kommentar. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.